Viele Leute scheinen noch nicht von Chiasamen gehört zu haben. Dieses Superfood ist aber nicht etwa neu, sondern wurde jetzt wiederentdeckt. Die Pflanze kommt ursprünglich aus Mexiko, gehört zur Gattung der Salbei und wurde den Azteken und Mayas als wichtige Nahrungsquelle verwendet, bis sie in Vergessenheit geriet. Chiasamen werden natürlich nicht alle deine gesundheitlichen Probleme lösen, denn es gibt nicht das eine Wundermittel. Aber es ist dennoch interessant, wie viele positive Eigenschaften Chiasamen haben. In diesem Video werden wir dir 5 dieser Eigenschaften nennen. Doch bevor wir damit beginnen, würden wir uns noch freuen, wenn du dem Video einen Daumen hoch gibst. Denn so unterstützt du uns dabei, in Zukunft noch viele weitere tolle Videos hochladen zu können. Nummer 1. Reich an Nährstoffen. Chiasamen liefern einen hohen Gehalt an Omega-3-Fettsäuren und weisen ein ideales Verhältnis von 3:1 mit Omega-6-Fettsäuren auf. Sie enthalten große Mengen an Nährstoffen wie Calcium, Magnesium, Kupfer, Zink und Eisen. Das außerdem enthaltene Spurenelement Bor unterstützt die Calciumaufnahme. Man sagt den Samen auch hormonregulierende, immunbildende und muskelheilende Wirkungen nach. Nummer 2. Gut für den Blutzuckerspiegel. Die Samen sollen sich positiv auf den Blutzuckerspiegel auswirken, denn die enthaltenen löslichen Ballaststoffe verlangsamen den Abbau von Kohlenhydraten zu Zucker und liefern somit langanhaltend Energie. Dieser Effekt könnte sowohl für Sportler interessant sein, als auch für Menschen mit regelmäßigen Heißhungerattacken oder für Diabetiker. Nummer 3. Viel Eiweiß und glutenfrei. Chiasamen liefern doppelt so viel Eiweiß wie andere Samen oder Getreidesorten. Sie liefern sogar gute Mengen an allen 8 essentiellen Aminosäuren. Dazu sind Chiasamen glutenfrei. Somit sind sie eine gute Alternative zu eiweißreichem Getreide für Menschen mit Glutenunverträglichkeit. Nummer 4. Unterstützt die Verdauung. Durch das Aufquellen vergrößern Chiasamen ihr Volumen binnen 10 Minuten um das 9- bis 12-fache und erhöhen so das Stuhlvolumen. Die löslichen Ballaststoffe helfen, Verstopfung oder Divertikulitis vorzubeugen und wirken darmreinigend, indem sie die Ausleitung von Ablagerungen unterstützen. Somit können wieder mehr Nährstoffe aufgenommen werden. Sie können auch Sodbrennen ohne unerwünschte Nebenwirkungen mildern. Nummer 5. Steigert den Wasserhaushalt. Weicht man Chiasamen vor dem Verzehr ein, können sie zudem größere Mengen Flüssigkeit speichern und sollen somit dabei helfen, den Wasserhaushalt im Körper insbesondere bei Anstrengungen aufrechtzuerhalten, ohne dabei schwer im Magen zu liegen. Und noch ein kleiner Tipp. Dank der enthaltenen starken Antioxidantien lassen sich Chiasamen problemlos 4 bis 5 Jahre lang aufbewahren, ohne ihren Nährstoffgehalt, ihren Geschmack oder ihren Geruch einzubüßen. Wie viel Chiasamen isst du? Findest du die Chiasamen gut oder schlecht? Antworte uns in den Kommentaren, lass uns ein Abo da und aktiviere unbedingt die goldene Glocke, damit du in Zukunft auch keines unserer zahlreichen Videos verpasst. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass einen Daumen nach oben da, denn so unterstützt du uns dabei, in Zukunft noch viele weitere tolle Videos hochladen zu können. Schau am besten auch sofort bei unserem neuen Kanal Blissbow vorbei, wo wir jede Woche eine Vielzahl an abwechslungsreichen und interessanten DIY- und Lifehack-Videos hochladen. Das war's für heute bei Schrittanleitungen. Wir hoffen natürlich, das Video hat dir gefallen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und noch einen phänomenalen Tag.